Herzlich willkommen bei Tipps und Tricks der Firma Twinbush. Wir zeigen euch den Loderblas bei dem Scherenhebühnenmodell S3.510. Im Falle eines Stromausfalls und das Fahrzeug ist angehoben, möchte man das Fahrzeug wieder runterfahren aus irgendeinem Grund, geht es auch ohne Strom. Für diesen Fall haben alle unsere Hebebühnen ein elektrisches Ablassventil, was eine Notablassfunktion hat. Ich zeige euch, wo es bei der S3.510e verbaut ist. Unter dieser Serviceklappe, die wird demontiert. Und dann sieht man das Notablassventil und wie es geöffnet wird, zeige ich euch. Man demontiert die Serviceklappe an der Vorderseite der Steuerung. Hier ist das Notablassventil zu erkennen, die Magnetspule sitzt drauf. Man geht einfach her und schraubt diese Befestigungsmutter der Magnetspule weg. Und dann kommt man an den roten Knubbel. In dem Fall ist es das Ablassventil mit dem Bajonettsystem. Das heißt, man kann diesen Knubbel etwas reindrücken. Und wenn man den Knubbel dann reindrückt und gegen den Uhrzeigersinn nach links dreht, würde man den Hydraulikreis öffnen und die Hebebühne senkt sich ab. Bevor man den Notablass durchführt, muss man aber auch sicherstellen, dass die Sicherheitsrasten an der Hebebühne entriegelt werden. Da behilft man sich mittels einem Kabelbinder-Trick. Die Sicherheitsrasten an der Hebebühne dürfen ja beim Ablassen nicht einrasten, also muss man in irgendeiner Art und Weise dafür sorgen, dass die Sicherheitsrasten in angehobener Position blockiert werden. Da geht man einfach her. Nimmt einen Gabelbinder. Und fixiert auf beiden Seiten am Scherenelement die Sicherheitsraste. So, jetzt kann die Sicherheitsraste nicht einrasten und jetzt kann man das Fahrzeug gefahrlos nach unten fahren. Bei Twinbush werden zwei Varianten des elektromagnetischen Ablassventils verbaut. Die eine Version wird geöffnet, indem man den roten Knubbel einfach gegen den Uhrzeigersinn nach links dreht. Schließen einfach im Uhrzeigersinn nach rechts. Die zweite Variante ist der Notablass mit einem Bajonettverschlusssystem. Hierzu wird der rote Knubbel reingedrückt und gegen den Uhrzeigersinn nach links gedreht. Der Knubbel springt etwas raus. Schließen des Ventils funktioniert, indem man den roten Knubbel reindrückt und nach rechts bis Anschlag dreht.